Ja, mit der kann ich nichts anstellen. Ja, die hätte dann, naja, das Melter macht sie voll damit, oder? Ja, Aber es passiert dann nichts. Es Ne? passiert dann nichts. Ja, okay. Gut, jetzt sind wir da hier oben fertig. Jetzt müssen wir von unten den letzten Teil aufbauen. Gut, da setzen wir wieder ein Lichtchen. Und jetzt brauche ich Stiegen. Das war zu weit. Was? Ich bin ein Geschoss zu weit. Achso. Und ich muss da irgendwie hochkommen. Jetzt nehmen wir da die Glasblöcke raus, da. Vorläufig einmal zumindest. Und bauen sich da nach oben. Ich brauche sowieso Dreck. Für die Bastelmasse. Fibra spielt schon wieder mit dem Dreck. Ja, das ist sehr schön. So, ja. Passt. Ich habe noch nicht probiert, diese Samen, die man so rausbekommt aus den Pflanzen, ob man die mit ein Loch gemacht, ob man das irgendwo ansetzen kann. Habe ich schon probiert. Geht nicht, oder? Ich habe es... Ja, wir kriegen eigentlich nur Steine, wir haben bis jetzt keine Erde. Mhm. Da haben wir Erdblöcke. Ich wäre mir jetzt nicht bewusst. Ich hab den Sandblock. Ich hab da einen, was ist das? Snow. Aber der normale Erdblock habe ich keinen. Den haben wir, bevor das Grafik-Update war, haben wir den Erdblock sehr häufig bekommen. Ja, stimmt. Das oberste Schicht und der fehlt. Da fehlt es. Ich habe mir gedacht, ursprünglich, da kommt noch ein Update oder so, aber nichts kommen, ne? Er hat es auch, also die Entwickler haben es auch angekündigt, aber es ist bis jetzt noch nichts da. So, jetzt ist da oben was, das heißt, wir müssen uns da senken. Wir brauchen aber, um das hier zu senken, müssen wir da jetzt noch ein Rohr vorsehen. Eine Pipe so. So, das wird schön. Und dann würde ich da jetzt die so dran setzen. Oh, ich hoffe, der Smelter nimmt da nicht raus. Aus einem Hopper oder aus einem Pipe? Ein Pipe. Ich glaube, es ist ein Pipe nicht. Also nicht der Smelter. Der Smelter Kopf. Ist ja nicht das Problem, der Smelterkopf. Ich hoffe, dass der da nicht zugreift, weil sonst habe ich immer. Also so ein Pipe glaube ich prinzipiell mal nicht. So, jetzt bauen wir da wieder die Glasblöcke ein, weil da kommen nachher nicht mehr dazu. Dass man nie die Richtung aus. Also wenn man da so herumfitzelt, muss man aufpassen, dass man sich nicht den Weg verbaut. Fitzelt. Ja, da haben wir so einen riesen Besen und die bastelt da gerade auf 2x2 Blöcken. Irgendwelche Zuläufe. Herumfitzelt. Jo. Gibt Frimmel. Frimmeln, ja. Ein klassisches österreichisches Wort. Nachträglich drehen? Ja, ich kann es drehen. Dann hätte ich es aber gerne als Deckenmontage. Das gefällt mir besser, als wie diese Arme hängen in der Luft. So, dann gehen wir da eins runter. Das können wir auch schon wegnehmen. So, jetzt können wir das nämlich dann zumachen. Dann machen wir da eine Deckenmontage. Einmal. Zweimal. Was war jetzt? Ich habe wieder einen Block vergessen. So. So. So, die Stunde der Wahrheit.
Was macht der Smelter? Er nimmt sich nichts. Sehr gut. Mal schauen. Sehr, sehr gut. Gut, ja, das ist wieder ein bisschen Terraforming, aber nicht so großartig wie zum Anfang. Und jetzt funktioniert's. Jetzt okay. Sieht man, dass die Storage-Blöcke da alle voll sind. Sehr schön. Ich werde gleich schauen kommen. Dann kontrollieren wir mal wieder den Sreed. Schaut gut aus. Okay. Ist auf Null. Sehr gut. Und im schlimmsten Fall habe ich jetzt einige, also 10 Reduce haben wir jetzt eigentlich weniger stehen. Und aber ich glaube, diese Samen oder so, Gott, die kann man nicht verarbeiten zu Construction Paste. Die Samen? Die Pflanzen, die man da abbaut. Nein, also das Ziel von den Entwicklern ist, dass man also dass du den Survival-Mode ausbauen und dass du mit den Pflanzen praktisch Nahrung erzeugst. Aha, okay. Wenn ich das in der Beschreibung richtig. Ich hoffe, wir müssen dann nicht wieder eine neue Map beginnen. Ja. Na, also dann. Dann gebe ich auf. Dann machen wir mit dem alten Softwarestand weiter, aber das ist mir jetzt nicht so wichtig. Dass ich deshalb wieder von vorn beginnen würde. So. Gut, die erste Glaswand kann montiert werden. Gut. So. Sehr ich hoffe mal, dass das unsere Endlösung ist da von der Energieproduktion. Wir haben halt jetzt die Decke eigentlich aufgebrochen, also wir sind jetzt mit den Storage Hoppern und mit diesen Pipes genau im Niveau der Decke. Werden wir sehen, ob uns das im Nachhinein einmal Probleme bereitet. Weil die Decke wird ja auch noch ausgebaut. Also zusätzlich zu den Turrets, die jetzt stehen, kommen dann noch die kann ich euch zeigen, weil die haben wir schon in der Crafting Table. Nur die fressen auch wieder endlos Ressourcen. Und Energie. Und Energie, ja. Und zwar gibt es da das Tourette im K3. Der Unterschied von dem zum Blauen, das wir derzeit verwenden, ist, dass es bis 72 Meter schießt. Mhm. Leider, muss man dazu sagen, es hat einen entschiedenen Nachteil. Du brauchst pro Tourette 2 perfekt facetted Eyes. Die wir ja nur von den Gegnern bekommen. Ja, dann müssen wir mal. Das ist auch so ein Langzeitthema. Und dann gibt es noch die Missile Tourette MK1. Die Missile Tourettes, das sind eben die Raketenabschussrampen. Die wären von der Produktion her relativ überschaubar, nur das Thema ist, dass die regelmäßig mit Munition befüllt werden müssen. Und für die Munition benötigen wir Materialien, die wir jetzt noch nicht erstellen können. Dazu brauchen wir wieder Produktionsketten. Neue. Ich habe einen Fehler gemacht und ich weiß nicht wo. Das wäre dann so. Ich habe den Fehler gefunden. Okay, ja, so.
So. Das ruckelt, jetzt geht gar nichts mehr. Da unten sollte der kleine Hive-Man sein, den ich gerade gar nicht sehe. Ach ja, da. Wie schön. Gut. So. Ich habe keine Bastelmasse mehr. Schmorn. Okay. Dann werde ich das noch anpassen. Ich schau mal, ob ich was habe, was ich da reinlegen kann. Ein bisschen was hätte. An Dreck? Ja, ja. Ja, bitte. Jo. Ich befülle mal. Ja, bitte. So. Bisschen Dreck habe ich eh auch schon wieder. Aber wir wollen das gleich fertig machen. Da ist ich habe jetzt sogar einen neuen Trick. Ja, den Sand, was ich da unten. Ja, den kriegen wir nicht so häufig, den hier. Wer weiß, wofür wir den Sand brauchen. Den hebe ich mir noch auf. So, bin auf ein auf Sandlager gestoßen. Beim der Suche nach Erz. Der verhält sich auch relativ witzig, wenn man da angräbt und man macht seitlich vom Sand, also er ist insgesamt glaube ich 20 Blöcke hoch und der fließt dann in den Gang rein, sobald man ihn angegraben hat. Wie Treibsand, der rieselt rechts rein. Also simuliert halt praktisch auch das Verhalten vom Sand, so wie er es, ja. Der Realität doch hat, dass er halt keinen festen Körper hat. Also Sandkorn selbst natürlich, ja, aber ein Kübel Sand, wenn man umstürzt und er ist nicht feucht, man kennt ja das von seiner Kindheit beim Sandburgenbauen. Schön, ja. Dann fließt der einfach weg. Und das versuchen sie dann mit den Blöcken halt ein bisschen zu simulieren. Ich habe daraufhin dann alles ausgegraben, um an die Spitze zu kommen von diesem Sandturm. Es ist eigentlich ein Turm, den ich da gefunden habe. Und beginne jetzt von oben bis runter halt den Sand abzubauen. Das mache ich so nebenbei. Ja, bei 4.500 Blöcken ungefähr bin ich jetzt. Ein paar Stacks habe ich als Platzhalter im händischen Inventar verwendet. Sehr cool. Wer weiß, wofür wir den noch brauchen. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht irrtümlich in die falschen Storage-Hopper was reingeschmissen. Ja, auch da ist es mit den Frames nicht allzu gut. So. Wir werden uns wirklich überlegen müssen, ob wir die Decken zumindest einmal probehalber eine austauschen, ob es dann besser wird mit den Frames. Die zwischen Kohlelager und Erdgeschoss vielleicht. Ja, das wird auf jeden Fall was bringen. So, wie schaut man zeitmäßig aus? 1:19. Wow. Hängen wir noch ein paar Minuten dran, dann habe ich... Vier Folgen, ja. Dann schnipsel ich wieder. So. Ich düse rüber. Ich kann hier auch düsen. So, wie schaut das hier aus? Ja, es arbeitet. So, Construction Based.
ist voll und den Zulauf habe ich auch gleich voll. Sehr gut. Ich nehme schon raus. Kannst. Sehr schön. Danke, danke, danke. Bitte sehr. So, dann kann ich da drüben noch weitermachen. Oh, schaut das schön aus. So, dann schauen wir mal da runter. Die 10 Radius. Wir könnten es da dran setzen. Vorläufig einmal. Dass wir es wieder in Betrieb haben. So, da drüben war das Loch. Einen. Setzen wir auf jeden zweiten Kanten. So. Das Nachfüll, das verbraucht ganz schön. So, das nächste wird sein, die Zuleitung vom Hive Mind. Ein kleines Lager anlegen und wir müssen uns halt dann überlegen, wo wir das Resin hinbringen und verarbeiten. Die Verarbeitungsstelle, ne? Nein, dass wir so flickert Resin umbauen, das machen wir im Erdgeschoss. Ja, ja, aber. Aber wo wir es einlagern, werden wir in dem Geschoss machen, wo es rüberkommt. Das da. Ist mir auch klar. Mir geht es darum, wo wir die Verarbeitungsstelle dann genau machen. Schon im Erdgeschoss, aber ja. Wo genau? Ganz außen. Ganz außen, okay. Ah ja, da haben wir außerhalb der Aufnahme gesprochen. Ja, genau. Ich zähle das mal kurz ab da. Und zwar haben wir jetzt ja schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dieses Ruckeln. Mach nicht fertig. 6, 7, 8. Stimmt das? 7, 8, 9, genau, 10 haben wir jetzt schon. Dann würde ja hier wieder das Melter herkommen. Es werden der 11., der 12., der 13., der 14., der 15., der 16., 17, 18, 19, die werde ich 20. In einem Ring versorgen. 20. Das geht gar nicht anders. Dann wird es Ruhe. Genau. Das mache ich anders. Das. Ich nehme hier den Hopper raus. Mhm, also insgesamt hätten wir 22 verschiedene Verarbeitungsstellen, da wo die Smelter jetzt stehen. Okay. Und praktisch der letzte, da hier oben, wird da, wo das Liquid entsteht. Okay. Und genauso viele Zuläufe brauchen. Also wenn es 22 sind, da haben wir jetzt 10 Stück. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann hätten wir da 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Das geht sich super aus. Okay. Wie wenn wir sie was gedacht hätten dabei. Gelegentlich ist, auch auf, ist das auch der Fall. Fürs Liquid Resin setze ich da einen grünen Block als Markierung. Dann weißt du, wo okay. Die Verarbeitungsstelle ist und. Wo ich mit dem Pipe raufkomme, gell? Genau. So, ich habe schon mal Blöcke hingesetzt. Okay. Wo komme ich denn rüber? Ich komme da rüber. Das heißt, das muss noch weg. So, 1 Stunde 24. Ja. Wir machen nur 25 voll. Mhm. Und ich glaube, dann hat die Tibra ausreichend Spielraum, das Material, zu schneiden. Material, ja.
bin mir auch nicht sicher, ob wir dann gleich weitermachen oder ob wir nicht wieder Pause machen. Weil es wird relativ warm da drinnen. Mhm. Wir werden vielleicht wieder ein bisschen was farmen. Zwischenzeitlich, bevor wir die nächsten Aufnahmen starten, ne? Ja. Ja, wir müssen nur die Zuleitungen rauf machen, also wo die Bahnen praktisch wieder nach oben kommen. Ja. Man muss die Produktionen weiter aufbauen. Aber da können wir schon wieder einiges vorbereiten dafür. So, das ist mal angedacht. Ups, wie komme ich da jetzt rauf? Hallo, wie komme ich da rauf? So. Gut, ich komme da drunter durch. Und werde dann das hier. Ja, das wird einfach im Ring gemacht. So. Ja. So. Nehmen wir mal wieder meine. So. Gut. Deine Abschlussworte. Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, schaut, wie es weitergeht, wenn wir an unserer Base weiter basteln, Ressourcen verschleudern und so weiter. Und bis dann. Tschüss. Ciao.